Kontrollen durch die PKV, das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Hallo, mein Name ist Christian Thieme, ich bin Referent für soziale Medien im VPT und mit mir zusammen wieder dabei unser Verbandsjustiziar Benjamin Alt. Hallo. Hallo zu diesem sehr brisanten Thema. Kontrollen durch die PKV, sagt der Titel schon. Jetzt ist es langsam an der Zeit geworden oder an die Zeit gekommen, dass die privaten Krankenversicherer anfangen, die Leistungserbringer zu kontrollieren. Ähnlich dem, wie es die gesetzliche Krankenversicherung bereits tut. Und an diesen Stellen wird teilweise schon kontrolliert, ob der Leistungserbringer die abgerechnete Leistung, die der Patient gegenüber der privaten Krankenversicherung erbracht hat, abgerechnet hat, auch wirklich erbracht hat und ob er auch die Zertifikatsposition hat. Benjamin, du hast die Fälle auf dem Schreibtisch. Erzähl doch mal drüber. Genau, man sieht, dass Christian schon um Worte ringt bei diesem Thema, was doch sehr brisant ist. Und ja, das ist eine Entwicklung, mit der muss man sich wirklich einmal auseinandersetzen. Ich meine, die meisten Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber kennen das, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen intensive Kontrollen durchführen und vor allem Rezeptkontrollen und dass es dann Absetzungen gibt oder vielleicht sogar Rückforderungen, wenn da was schiefgelaufen ist. Und eine Entwicklung, die jetzt immer häufiger kommt, ist, dass private Krankenversicherungen auch Kontrollen vornehmen. Das, was die kontrollieren können, ist deutlich weniger, als wie das im GKV-Bereich ist. Aber auch da gibt es Dinge. Zum Beispiel ist es so, da kommt manchmal sogar noch eine Strafanzeige mit dazu und so. Also das nimmt manchmal schon ganz wilde Formen an. Da hatte ich jetzt eine Praxis, wo ein Masseur und medizinischer Bademeister die Krankengymnastik am Gerät und Krankengymnastik auf neurophysiologischer Basis abgegeben hat. Und unter keinen Gesichtspunkten könnte, das war jetzt eine Bobat-Behandlung von einem Masseur rechtmäßig abgegeben werden, weil das hat auch nichts mit dessen Grundqualifikationen zu tun und auch die Krankengymnastik am Gerät nicht. Das bedeutet in einem solchen Fall, die private Krankenversicherung hat den eigenen Versicherten befragt, na, wer hat denn diese Leistung abgegeben? Oder die Massagepraxis, wo du warst, hat denn die Leistung da ein Physiotherapeut abgegeben? Und wenn es dann heißt, nein, das war der Chef, der ist Masseur offenkundig oder hat gar keine Mitarbeiter, dann haben wir definitiv eine Leistung, die so vom Masseur in unserem konkreten Fall nicht abgegeben werden darf. Und dann besteht ein Rückforderungsanspruch. Das heißt, wenn die Krankenkasse das Geld schon an den Versicherten ausgezahlt hat, kann sie sich das Geld von der Praxis zurückholen, obwohl die gar keine vertragliche Beziehung haben. Aber solchen Durchgriffsanspruch, den gibt es tatsächlich. Das heißt, das sind nicht wahnsinnig viele Fälle, die es da gibt, aber das kommt immer mal wieder auf den Tisch. Und deswegen muss man da vorsichtig sein, dass man bitte hier auch im Privatbereich sich an geltende Regeln hält. Das, was ich in der letzten Zeit erkenne, dass vor allem die DKV immer mehr Kontrollen durchführt und da doch relativ forsch vorgeht. Was ja auch erstmal nicht schlimm ist. Wer eine Leistung sich erschleicht, muss natürlich auch dafür den Kopf hinhalten, das ist ganz klar. Aber ich habe da trotzdem nochmal eine Nachfrage. Wieso kann sich denn jetzt die Kasse von der Praxis das Geld holen, obwohl sie kein Vertragspartner ist? Weil in der Regel ist bei der PKV oder bei der Privatabrechnung ja der Patient unser Vertragspartner. Vollkommen richtig. Das ist inzwischen gesetzlich geregelt. Das heißt, wenn wir tatsächlich eine Falschabrechnung haben, also eine Sache, die definitiv nicht abgerechnet werden kann, das heißt, das hat erstmal nichts mit den Versicherungsbedingungen zu tun, ja, sondern erstmal eine gesetzliche Grundlage. Und dann gibt es diesen Durchgriffsanspruch. Zum Beispiel bei der DKV gibt es auch noch andere Themen, wie, dass es wohl einige Versicherungsverträge gibt, wo drin steht, dass es nur eine Erstattung gibt, wenn denn der Praxisinhaber kann man gar nicht sagen, sondern der Therapeut über eine eigene Praxis verfügt. Das heißt, da steht dann drin, ein Erstattungsanspruch des Versicherten besteht nur, wenn eine eingerichtete Praxis besteht. Das heißt, wenn das jemand ist, der nur Hausbesuche macht, kann da schon der Erstattungsanspruch entfallen. Aber da ist mir die Frage, kann ich wirklich zugreifen auf den Patienten? Das wahrscheinlich schon, auf den Praxisinhaber in einem solchen Fall, weil es nur um die Versicherungsbedingungen geht, eher nicht. Aber darüber kann man tatsächlich streiten.
Aber auch das wird halt tatsächlich wohl mehr kontrolliert und da muss man sich eben drauf gefasst machen. Was ich in diesem Fall ja auch ohnehin immer empfehle, einen sauberen, vernünftigen Behandlungsvertrag zu nutzen mit jedem Patienten, also nicht nur mit den Privatpatienten, auch mit Kassenpatienten und auch Selbstzahlern. Und in dem Fall bei den Privatpatienten natürlich auch darauf hinweisen, dass möglicherweise die Krankenkasse die Kosten nicht übernimmt und der Patient dennoch verpflichtet ist, die vereinbarten Kosten zu zahlen. Dann sieht das schon wieder juristisch ein bisschen besser aus. Und hat in diesem konkreten Fall, wenn jemand die Zulassung nicht hat, der Patient auch noch Ansprüche, unabhängig jetzt von der Krankenkasse? Mal Das kann angenommen, tatsächlich. ob es passiert nichts. Wenn Ja. Schaden entsteht, ist klar, aber was ist, wenn nichts passiert? Schaden ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich muss wirklich überlegen, ich muss Leistungen haben, die definitiv so nicht abgegeben werden dürfen. Deswegen, das waren jetzt klare Fälle, KGG und KGZ in S-Bobart darf definitiv nie von einem Masseur abgegeben werden. Da habe ich definitiv dann eine fehlerhafte Leistungserbringung oder unerlaubte Leistungserbringung, weil das nicht zu dessen Bereich gehört. Und dann könnte sogar der Patient sagen, du hast mich behandelt, das darfst du gar nicht, so ist das nicht richtig, ich hätte gern mein Geld zurück. Das heißt, in diesen Konstellationen bitte vorsichtig sein. Auch hatte ich letztens mal eine Praxis, da hat ein Ergotherapeut Physiotherapie abgegeben. Geht natürlich auch nicht, ja. Und in so einem Fall hat man auch keinen Vergütungsanspruch. Das heißt, es kann sich einerseits die Kasse das Geld zurückholen und gleichzeitig auch der Patient. Je nach Situation und Vertrag sogar der Patient, ja. Manchmal muss man einfach sagen, dann muss gerechte Strafe dann aber auch sein. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bleibt alle gesund und macht's gut. Ciao. Tschüss, bis bald.